Hallo, guten Morgen, Snob. Hallo, Lieferfee. Buona notte. Hä? So sagt man doch auf Italienisch guten Morgen. Mehr oder weniger. Du warst nah dran. Es bedeutet eher gute Nacht. Echt? Ja. Das genaue Gegenteil. Ich glaube, ich brauche dringend einen Italienisch-Privatlehrer, denn ich bin wirklich sehr schlecht, weißt du? Ja. Kennst du vielleicht einen? Aber ja, natürlich. Und weißt du was? Er kommt bald nach Buenos Aires und er ist der Beste auf der ganzen Welt. Ah, der Allerbeste der Welt. Warte mal, soll das heißen, du kommst zurück? Mhm. Wie schön, ich bin jetzt auch bald wieder da. Ich hatte hier in Mexiko wirklich viel Spaß. Willst du mal sehen? Ja, klar. Angekommen? Ja, angekommen. Wow. Wow, sieht toll aus. Das wollte ich dir erzählen. Ich bin auch ein bisschen durch Italien gereist, war tauchen in den Grotten von Capri, bin durch die Straßen von Rom geskatet und außerdem war ich noch in meiner Lieblingscafeteria, wo sie den besten Kaffee Ristretto der Welt machen. Wirklich toll. Wow, hört sich gut an. Weißt du, ich würde Italien sehr gern mal kennenlernen. Ja, das solltest du unbedingt. Ah, und noch was. Ich habe ein super lustiges und nettes Mädchen getroffen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und hatten echt Spaß. Das ist ja schön. Was ist denn los? Hä? Nichts. Jetzt sag nicht, du bist eifersüchtig. Was? Eifersüchtig? Ich? Kein bisschen bin ich eifersüchtig. Sicher? Nein. Na, ist auch egal. Keine Sorge. Das Mädchen war meine Cousine Flor. Ah, deine Alles Cousine. Klar? Ja, ja, ich erinnere mich. Ein Glück. Ich hatte schon Angst, du hättest mich vielleicht vergessen. Was? Wie kommst du denn darauf? Ach, weißt du, ich habe sehr, sehr oft an das Finale des Wettbewerbs denken müssen. Das war doch unglaublich, oder? Also der Wettbewerb oder meinst du den Kuss? Was genau meinst du denn jetzt? Ja, also ich denke daran und bin total aufgeregt. Also ich vermisse dich wirklich sehr. Nein, nicht sehr, nein. Nein? Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen? Kleines, kleines bisschen? Und du? Ich dich auch. Ich habe dich sehr vermisst. Und ich freue mich drauf, dich wiederzusehen. Ich mich auch, Snob. Und natürlich auch auf Skaten. Ah, ist das jetzt eine Verabredung für ein Date? Ja? Ah, okay, gut. Ich sehe dich bald, Lieferfee. Mach's gut, Snob. Hab dich lieb. Noch mehr. Ja.